Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Wie ihr seht, wir sind schon wieder im Krieg mit Großbritannien. Dieses Mal haben wir es allerdings so gemacht, dass wir nicht Großbritannien direkt angegriffen haben, sondern wir haben einen Kriegsgrund für Brasilien bekommen, was großartig war. Jetzt haben wir Brasilien den Krieg erklärt und ihre Verbündeten Großbritannien sind natürlich sofort eingesprungen. Wir haben auf unserer Seite sogar noch die Deutschen. Leider führen sie auch den Krieg an, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Aber gut, soll sein. Wir haben in der Zwischenzeit auch Bhopal erobert. Bhopal hat sich nämlich von Großbritannien losgesagt und wir hoffen einfach, dass das auch bei den anderen Gebieten passiert, wo da jetzt Rebellen rumstehen. Da sind zum Beispiel 12.000 Rebellen und da sind 3.000 mit etwas Glück. Da sind auch 3.000, aber die müssen da noch relativ viel erobern. Mit etwas Glück kommen dann Haufen Rebellen zusammen, die sich dann von Großbritannien unabhängig erklären und ich kann sie dann nehmen und in unserem Reich integrieren. Jo, soweit der Plan. In der Pause habe ich einen Haufen Forts gebaut, einfach weil wir Unmengen an Geld haben. Und ich werde jetzt dann auch ein paar Schiffe darunter schicken, um diese Insel da zu erobern. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, oder ob wir auf dem Weg dorthin von irgendjemandem geplättet werden. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit abgedreht gehabt. Vielleicht haben wir etwas Glück und die Deutschen schaffen es ja doch noch irgendwie die Briten hier anzugreifen, was ich sowieso ein bisschen seltsam finde. Ja, 13%, sehr gut. Ganz gerne ein Kriegsziel hinzufügen. Aber irgendwie sagt er mir, dass mein Krieg nicht gut genug läuft. Was ich irgendwie nicht richtig finde. Ich finde, er läuft wundervoll. Schatz. Was haben wir denn gleich? Oh Gott, ah ja. So. Einen Teil meiner Leute lassen wir jetzt da. Den anderen Teil gehen wir aufs Schiff. Und das Schiff fährt tatsächlich dorthin, weswegen wir den Krieg ursprünglich begonnen haben. Nach South Georgia. Da sind ein Haufen deutsche Truppen. Okay. Oktober.
Wir brauchen definitiv keine Religionen mehr. Nein! Unsere Schiffe werden da schon wieder angegriffen. Hier eh nichts mehr machen, geht es in der Zwischenzeit daher. Und wir fliehen hier mit den Schippermarken. Was? Nein! Ihr Wappler, ich wollte nicht diese blöden Inseln haben. Also, ist ganz okay, wenn wir sie haben, aber... Ach Gott. Es ist da genau eine ein Bewohner drauf. Was machen wir für den einen Bewohner? Bauen wir jetzt eine Eisenbahn hin. Wir produzieren genau 0 Fische. Naja, immerhin, wir haben noch eine Kolonie da durchgekriegt. Auch wenn es nicht das war, was wir wollten. Ach ja, naja, das kommt davon, weil wir uns unbedingt mit Großbritannien mit Deutschland das Ganze machen wollten. Wir hätten es ohne Deutschland machen sollen. Was hätte uns schon viel passieren sollen. So, ausgezeichnet. Und das gleich in zwei. Anführer. Naja, er scheint ja jetzt nicht so die totalen Leuchten zu sein. Der ist mir nicht schlecht. Aber zumindest nicht so schlecht.
Gut, wichtig. Haben wir da wieder noch was zum Ausbauen? Oder schaut das so aus, als wäre da gar nichts weitergegangen? Das schaut so aus, als wäre gar nichts weitergegangen. Ah, da können wir wieder ausbauen. Da können wir was ausbauen. Da auch. Den Gebieten, wo wir sie nicht müssen. Weil wir eh genügend Fabriken haben. Auch hier Leute, die dort arbeiten. So, warte mal. Bevölkerung haben wir das im BH. Hat mehr als genug von denen. Das heißt, den gehen wir weg. Ihn daher um Bürokraten zu machen. 19, 0,24 und 0,87 passt. Haushalt schauen wir uns auch wieder an. Ja, das bleibt einmal so. Aber die Armee geht auf 80% runter. Ja, wir könnten eigentlich auch die Steuern senken. Zumindest die Zölle könnten wir auf 0% geben. So, jetzt kommt wieder eine Phase der Konsolidierung im Großen und Ganzen. Achso, wenn die sich immer frei immer durch dieses Event frei kriegen. Gut, dann schauen wir mal, was wir sonst noch beeinflussen könnten. Rein theoretisch Russland zum Beispiel. Äthiopien. Wir könnten natürlich auch schauen, ob wir Äthiopien jetzt endgültig erobern können. Obwohl andererseits, das ist jetzt nicht wirklich so sinnvoll, glaube ich. Wir könnten versuchen, Tibet den Krieg zu erklären. Die haben sicherlich auch ein Bündnis mit Großbritannien. Das ist eine Schutzmacht. Großbritannien ist eine Schutzmacht. Ob die wohl eingreifen würden, wenn wir Tibet angreifen? Tibet hat immerhin da ein Gebiet. Dass Indien zugesprochen werden würde, nämlich Taiwan. Ansonsten nichts. Aber Taiwan muss es uns doch wert sein, Tibet zu erobern, oder? Außerdem wollen wir bei den Einwohnern ja, wenn möglich, noch an China vorbeikommen. Dort einfach ihr könnt es einem auch leid tun. So, was fehlt euch jetzt? Die Pferdbaum und ein Panzer. Machen wir einen Panzer auch, oder? Ein
Cousin. Das hatten wir schon. Oh, tibetische Panzer, was sagt's hier? Das klingt gut. Gut. Und dann 1, 2, 3 Armeen. 3 Armeen. 4, die einen Panzer brauchen. Mehr denken, wenn der Tag lang ist. Was machen wir mit Freischärlingen? Was ist jetzt? So, bringen wir diese ganzen Panzer mal dorthin und die verteilen wir dann. Du wirst jetzt schon so da, ist okay. So, sagen wir mal. Oh. Ist okay. Yay, Schienennetz. Metallurgie-Schicht, machen wir die Metallurgie. Das ist am billigsten von denen. Okay, das heißt, wir werden jetzt viele Projekte unterstützen. Oh, die Liberalen sind in der Macht. Kapitalisten bauen schon ganz schön schnell. Und soll ich noch leichter tun? Auch helfen beim Bauen. Achso, nein. Wir können mir nicht helfen beim Bauen. Wir haben die Liberalen an der Macht. Das heißt, wir können da gar nichts mehr machen. Das ist
schlecht. Wer will denn die Fabrikenerweiterung, wenn nicht ich? Oh, im Stein darf man nicht mehr als 50% haben. Tatsächlich 105 Leute dort. Mittlerweile. Was? Heute hat Indien einen weiteren beeindruckenden Sieg erreicht. Ah, verdammt, ich kann das nicht lesen. Von rechten nationaler Eigenstaatlichkeit das indische Patrimonium aufgenommen werden wird. Hervorragend. Deine faschistische Suppenküche. Ach, was soll's. Personen davon, 0,5% Bürokraten, 0,5% Offiziere und der Rest sind Bauern. Schon wieder einen Krieg führen. Diesmal gegen die Mandschurei. Aber ich bin auch mit der Mandschurei verbündet. Oder auch nicht. Ich kann das so lange warten lassen, bis es ausläuft. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Huch, da fällt mir gerade auf. Du musst zurück nach Djibouti. Und du am besten nach Assab. Wir warten jetzt mal ab, bis diese Dinger da ihre Revolutionen durch sind. Und danach überlegen wir weiter. Vielleicht noch einmal angreifen sollen. Das Problem ist, wenn wir jetzt direkt Großbritannien angreifen, heißt das so viel wie, dass wir wieder gegen Russland auch Krieg führen müssen. Mit der Mandschurei werden sie wohl alleine fertig werden. Schuldgefängnis.
Tanzkapitalisten mehr. Das klingt gut, aber so gerade haben wir schon weniger als Kapitalisten, glaube ich mal. Diese Kapitalisten, die machen einem alles kaputt. Ich bin irgendwie zu müde. Ich glaube, ich drehe jetzt dann gleich ab. Das Britannien ist noch kleiner geworden. Wir sind noch ein bisschen größer geworden. Macht das Ganze nicht besser. Huch. Persien hat eine kleine Revolte. Ausgezeichnet. Das auf 33, also diese haben hier so auf 33.000. Wenn die alleine mit denen fertig, ich glaube schon. Das sind keine großen Armeehaufen da. Spannungen lösen sich auf. Ich habe nichts dagegen, dass meine Leute glücklicher sind. Gut. Das Land ist zur Mandschurei. Offensichtlich ist die Mandschurei Schutzbefohlener von Japan. Ah ja, wirklich sind sie. Hm.
nachdem heute sowieso nichts weiter geht, hören wir auf für heute. Boah, ich bin müde, ich glaube, ich gehe ins Bett. Das Leben ist grausam. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gesund, träumt was Schönes. Ich schlafe auch gleich. Gute Nacht.